Hallo, willkommen zum Gespräch. Wir wollen uns heute fragen, was wir aus der Corona-Pandemie gelernt haben und wie es weitergeht. Gast im Studio dazu, Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Herr Schmidt-Chanasit, Virologen, die kannte man ja vorher gar nicht. So, was war das? Keine Ahnung. Jetzt sind Sie so eine Art Medienstars geworden. Wie fühlen Sie sich denn in dieser Rolle? Naja, ich denke mal, dass das, sobald die Situation sich auch etwas beruhigt hat, dann auch ganz schnell wieder vorbei ist. Aber ich gebe Ihnen recht, früher musste ich immer erklären, dass ich kein Biologe bin, sondern dass Virologen meist jedenfalls Ärzte sind. Aber man muss auch ehrlich sein und sagen, zu Zeiten der HIV-Pandemie, die ja immer noch anhält, aber da, wo das wirklich eine sehr lebensbedrohliche Erkrankung ist, wo viele Menschen gestorben sind, haben Virologen auch schon sehr dazu beigetragen, der Bevölkerung zu vermitteln, was das bedeutet. Wie ist das denn zwischen Ihnen? Ist das ein Konkurrenzkampf? Ich will jetzt keine anderen Namen nennen, aber der eine redet so, der andere redet so. Manchmal sind die Ansichten sehr unterschiedlich. Man behagt sich auch ein bisschen. Ja, aber genau das macht ja Wissenschaft aus. Mhm. Also davon lebt ja Wissenschaft, dass man eben durchaus unterschiedliche Thesen hat, die verfolgt, die versucht eben mit Daten auch zu untermauern. Also genau das ist ja das, was letztendlich das ausmacht, warum man auch diesen Beruf ergriffen hat. So, diese Corona-Pandemie beschäftigt uns jetzt über anderthalb Jahre mittlerweile. Viele waren überrascht davon, wie heftig das wird, wie lange das dauert. Deutschland war auch nicht richtig aufgestellt. Warum war das so? Warum war Deutschland nicht richtig aufgestellt für so eine Pandemie, vor der einige schon viel früher gewarnt haben? Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Gründe. Aber man muss ja auch sagen, man kann diesen Fall nicht bis ins letzte Detail sozusagen vorbereiten und durchspielen. Es wird immer Überraschungen geben. Natürlich kann man ja sagen, Masken hätten natürlich verfügbar sein müssen, entsprechende Handschuhe und so weiter. Also das, was am Anfang wirklich Mangelware gewesen ist, das ist sicherlich etwas, man sagt, gut, in so einem entwickelten Land wie Deutschland kann man so etwas erwarten. Es gibt ja so einen nationalen Pandemieplan, heißt der. Der sieht ja eigentlich diese Dinge vor, dass es eine Bevorratung von bestimmten Dingen gibt. Hat wohl offensichtlich so nicht funktioniert, obwohl es den gab. Ne? Ja, richtig. Also es haben einige Sachen nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hätte. Aber man muss auch noch mal sagen, das ist eine Situation, die sich eben sehr, sehr schnell entwickelt hat, wo man auch erst mal verstehen musste, was sind wirklich die Hauptübertragungsmechanismen. Wie gut geht es von Mensch zu Mensch? Wie sind die Abstände, wo man eine gewisse Sicherheit hat? Das sind ganz wichtige Punkte. Und das hat man dann eben lernen müssen und hat dann aber auch eben entsprechend schnell reagiert. Auf einen Punkt möchte ich nochmal zu sprechen kommen, auf die Masken, hatten Sie auch schon erwähnt. Ja. Am Anfang wurde ja gesagt, ja, Masken sind gar nicht so wichtig. Ja. Mhm. Warum? Weil es keine Masken gab, es gab nicht genug. Das fand ich doch eine ziemliche Desinformation der Bevölkerung. Hätte man am Anfang gesagt, Masken helfen, wie wir es ja auch aus Asien wissen eigentlich, weil dort setzen ja die Leute Masken auf, wenn sie eine kleine Erkältung haben. Ganz wenige infizieren sich mit Grippe oder so. Hätte man das am Anfang gesagt, hätte man vielleicht einige Infektionen doch verhindern können. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber nun ist Maske nicht gleich Maske. Das mussten wir ja nun sehen. Es gibt große Unterschiede. FFP2, diese OP-Masken, die Sie kennen, und die Alltagsmasken. Und es gab eben gerade bei den FFP2-Masken einen unheimlichen Bedarf, dort, wo sie wirklich professionell eingesetzt werden müssen. Aber hätte man das nicht der Bevölkerung sagen müssen? Die helfen, die sind ganz wichtig. Wir brauchen die aber professionell. Deshalb könnt ihr die gerade nicht kaufen. Richtig, genau. Was man aber gemacht hat, ist, man hat gesagt, eigentlich braucht man die gar nicht. Alltagsmaske hilft. Sie hilft ja auch, aber eben natürlich nicht in den Situationen, wo man jetzt FFP2-Masken einsetzen sollte. Also wir kommen letztendlich an dem Punkt, den ich auch immer erwähnt habe. Es geht darum, der Bevölkerung, den Bürgern und Bürgerinnen zu erklären, wo hilft eine Maske und vor allen Dingen, wie muss ich sie richtig verwenden, welchen Maskentyp. Und wir sehen ja bei den FFP2-Masken, dass das eben nicht trivial ist, dass eine FFP2-Maske gut angepasst sein muss und dass es eben in Alltagssituationen als Bevölkerungs-, also als Maßnahme auf Bevölkerungsebene oftmals schwierig. Und darum haben die Experten gesagt, gerade die aus der Krankenhaushygiene, diese FFP2-Masken sind in den Bereichen, wo professionelles Personal sozusagen geübt ist, also in den Krankenhäusern, dort sind die in bestimmten Situationen sinnvoll. Und was jetzt auf Bevölkerungsebene passiert, ist die OP-Maske eben wesentlich besser geeignet. Gut, später hieß es dann in einigen, in der Bahn musste man FFP2-Maske tragen. Da war die OP-Maske gar nicht mehr erlaubt. Eigentlich eine nicht nachvollziehbare Empfehlung. Mhm. Wenn man den Experten, die sich wirklich jahrzehntelang damit beschäftigen, im Bereich der Krankenhaushygiene folgt und auch den Empfehlungen. Gut, also da, wir sind ja dabei, was haben wir gelernt aus der Pandemie? Bessere Informationen, genau sagen, was Sache ist, und nicht irgendwelche Dinge so hinstellen, weil es vielleicht gerade opportun ist. Ich möchte auf die Krankenhäuser zu sprechen kommen. Die haben ja auch eine Menge gelernt. Was haben die Krankenhäuser gelernt in dieser Pandemie? Naja, dass es unheimlich wichtig ist, eine gewisse Flexibilität
zu haben, solche Kapazitäten, die eben notwendig sein könnten, zu schaffen. Und dort haben wir gesehen, dass das eben gar nicht so einfach ist in Deutschland, weil wir eben einen unheimlichen Fachkräftemangel haben im pflegerischen Bereich, aber natürlich auch bei den Ärzten. Das heißt, selbst wenn man entsprechende Bettenkapazitäten geschafft hat, ist es immer noch ein großes Problem, dass diese Patienten, die dann in Betten liegen, auch versorgt werden. Die hatten wir ja in Deutschland, wir hatten sogar Überkapazitäten. Das hat uns ja eigentlich sogar geholfen in dieser Pandemie. Ja. Dass wir eigentlich zu viel hatten, es wurde immer gesagt, zu viele Intensivbetten brauchen wir alle gar nicht. Ja. Das hat uns geholfen, wenn man nach Italien guckt, da sah es dann anders aus. Ja. Ne? Richtig, so ist es. In den meisten Ländern sieht das ganz anders aus, gerade wenn wir eben in die Länder des globalen Südens schauen, die überhaupt sozusagen eine ganz, ganz schlechte Ausstattung in der Hinsicht haben. Insofern ist das gut, aber man muss ja auch ehrlich sein und sagen, das will man ja auch nicht eben auf die Spitze treiben und ausnutzen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Maßnahmen. Man will ja eben gerade verhindern, dass es zu einer Überlastung kommt und dass diese Kapazitäten eben bis ans Ende ausgenutzt werden. Und Überlastung, haben Sie gesagt, Pflegekräfte ist das Stichwort. Ja. Viel zu wenig, die waren am Limit. Ja. Da wurde zwar geklatscht, aber was hilft da klatschen? Richtig, genau. Also hier hätte man sich sicherlich eine viel bessere Bezahlung im Rahmen der Pandemie gewünscht, ja, dass viele eben auch in dem Job bleiben oder sogar zurückkommen. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr effektiv gewesen wäre für den Zeitrahmen natürlich, wo diese angespannte Situation gewesen ist. Aber so hat man eben Betten geschaffen, die oftmals eben im Keller standen, ohne entsprechend Personal. Und da ist die Frage, ob das jetzt, ob dieses Geld gut investiert gewesen ist. Der Gesetzgeber hat jetzt einen sogenannten Krankenhaus-Zukunftsgesetz auf den Weg gebracht. Mhm. Ist verbunden mit einem Fonds, mit Geld. Da sollen vor allen Dingen die Krankenhäuser besser digitalisiert werden. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch eine Lehre, die wir in allen Bereichen gezogen haben. Digitalisierung, auch künstliche Intelligenz in Krankenhäusern. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie es jetzt weitergehen sollte dort. Ne? Richtig, wir haben das ja bei der Entwicklung der App gesehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so wie die Corona-Warn-App jetzt entwickelt ist, das hätte man sich natürlich schon viel, viel früher in dem Ausmaß auch gewünscht, dass man sozusagen Nachverfolgung hat, dass man eine Warnung hat, dass man informiert wird. Das ist jetzt eigentlich eine sehr, sehr gute, hervorragende App. Aber wir sehen eben, wir müssen in Deutschland noch schneller gehen. Die Krankenhäuser haben ja auch in der Behandlung was gelernt. Also die, was man gemacht hat am Anfang, die Leute relativ schnell an diese Beatmungsgeräte zu legen, davon ist man ja wieder ein bisschen abgekommen. Ich glaube, das Mittel der Wahl ist jetzt erstmal mit Cortison zu arbeiten, um sozusagen Entzündungen einzudämmen und erst, wenn es gar nicht anders geht, an diese externen Beatmungsmaschinen zu leben, weil die oft mehr Unheil anrichten, als sie nützen. Ja gut, also so pauschal ist das schwierig jetzt so zu sagen. Jede Therapie ist individuell, gerade eben bei diesem Patienten. Natürlich haben auch die Kollegen aus der Intensivmedizin sehr viel dazugelernt. Und natürlich ist dadurch im Laufe der Monate der Outcome, sagen wir, also letztendlich, dass mehr Patienten auch geheilt werden konnten, dass sie schneller geheilt werden konnten, das ist natürlich besser geworden. Mhm. Ne? Und es sind ja, so wie Sie es auch angesprochen haben, bestimmte Medikamente auch jetzt einsetzbar geworden, die eben auch dazu führen, dass die Verläufe nicht mehr ganz so schwerwiegend sind, wie das Cortison. Wir haben auch gelernt, oder die Mediziner haben gelernt, dass Menschen mit Vorerkrankungen besonders gefährdet sind, Ältere sind besonders gefährdet und auch Menschen mit Blutgruppe A. Das fand ich sehr interessant. Was steckt denn da dahinter? Ja, es gibt eben durchaus auch bei anderen Erkrankungen genetische Prädispositionen, die eben durchaus auch für schwerere oder eben zum Teil eben auch leichte Verläufe, dass man eben nicht so schwer krank wird, das geht auch in die andere Richtung, eben dort sozusagen Auswirkungen haben können. Ne? Und das ist eben etwas, was hochinteressant ist, was weiter auch untersucht werden muss. Aber es hat jetzt erstmal, sag ich mal, für die direkte Behandlung, für den Intensivmediziner, der den schwerkranken Patienten sieht, erstmal direkt keine Auswirkungen. Was Sie auch bemerkt haben, ist, dass es also mit einer ausgestandenen Infektion nicht getan ist, auch wenn die leicht war. Mhm. Dieses berühmte Long-Covid steht manchen da noch ins Haus. Ja. Auch nach einer leichten Infektion. Was ist da noch zu erwarten? Kennen wir auch von anderen Erkrankungen, dass es natürlich in einigen Fällen keine komplette Ausheilung gibt, dass Spätfolgen eben verbleiben. Nur bei der Coronavirus-Infektion ist es so, dass wir leider sehr, sehr wenig Daten haben, mehr Daten dazu auch generieren müssen, um dort bessere Aussagen zu treffen. Wen betrifft das? Ja, wie stark sind diese Beschwerden? Wie lang halten die an? Gibt es doch eine komplette Ausheilung vielleicht nach einer längeren Zeit? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir jetzt beantworten müssen, weil sich ja viele Bürgerinnen und Bürger auch Sorgen machen. Also was wir vorher schon angesprochen haben, was auch wichtig ist, glaube ich, dass offen damit umgegangen wird, dass erklärt wird, wie Wissenschaft funktioniert. Mhm. Wissenschaft lernt selber und Wissenschaft passt sich an. Mhm. Das wird ja oft nicht verstanden. Da sind wir wieder bei
den verschiedenen Virologen Meinungen. Der Laie sagt dann, der sagt A, der sagt B, was das denn? Ja? Und da muss man, glaube ich, lernen, dass das durchaus der Grundlage der Wissenschaft im Grunde genommen ist. Ne? Richtig, genau. Wir müssen uns selber hinterfragen. Es sind keine vorgefertigten Meinungen, die wir sozusagen die ganze Zeit verfolgen oder dass wir einen bestimmten Plan haben. Das ist eben überhaupt nicht das, was Wissenschaft ausmacht, sondern genau diese unterschiedlichen Herangehensweisen, unterschiedliche Standpunkte und dann eben auch durchaus bereit sein, natürlich bestimmte Positionen zu hinterfragen und dann eben auch zu sagen, nee, das war eben falsch, so wie wir das vor 3-4 Monaten eingeschätzt haben. Genau das macht Wissenschaft aus. Und Politik muss ja auch besser kommunizieren. Wie schätzen Sie die Kommunikation der Politik bei uns ein in der Zeit? Ja gut, das ist ja ein Zusammenspiel zwischen den Medien, zwischen den verschiedenen Medienformaten der Politik und der Wissenschaft. Da ist vieles sehr gut gelaufen, sicherlich, aber es gab auch Probleme. Siehe Maske, haben wir schon drüber geredet. Das ist unter anderem ein Kommunikationsproblem gewesen. Wissenschaft, was hat die Wissenschaft gelernt? Ich habe gelesen, Sequenzierung ist ganz wichtig. Ein wichtiger Punkt, der gelernt wurde, dass das eine grundlegende Maßnahmen zur Bekämpfung zu einer Pandemie ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir dann auch nachvollziehen können, wie Infektionsketten abgelaufen sind. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, Sequenzierung, was ist das überhaupt? Genau, es geht also darum, den Erreger genau zu charakterisieren. Das ist quasi wie ein Fingerabdruck. Und dann wissen wir, wenn wir zwei Fingerabdrücke haben, gehören die zu einer Person oder zu einer Familie. Die sind sich dann sehr ähnlich. Und dann können wir eben ganz genau nachvollziehen, wer hat wen angesteckt oder welche neuen Varianten werden aus welchen Ländern eingebracht. Also das ist ganz, ganz wichtig, um die Entwicklung des Virus und der unterschiedlichen Virusstämme eben nachzuvollziehen. Aber man kann aufgrund der Sequenzierung, das haben wir ja am Anfang gesehen, auch Impfstoffe entwickeln. Ja, da braucht man gar nicht das Isolat, man muss das Virus gar nicht isolieren, sondern kann alleine auf dieser Sequenzinformation, auf dieser genetischen Information einen Impfstoff entwickeln, also die mRNA-Impfstoffe. Genau, da sind wir beim zweiten Punkt, also wichtig, schnelle Impfstoffentwicklung. Da waren ja viele überrascht, wie schnell das überhaupt ging. Ich selber auch, ja. Sonst denkt man mal Jahre, plötzlich, warum ging das plötzlich so schnell? Ja, das hat natürlich verschiedene Ursachen. Zum einen war eine unheimliche Förderung natürlich in dem Bereich möglich und ist auch erfolgt. Und zum anderen eben die mRNA-Technologie. Also wirklich ein Meilenstein in der Wissenschaftsgeschichte. Wie gesagt, ich bin selber überrascht gewesen, wie schnell diese hocheffektiven Impfstoffe, und es ist ja nicht nur einer, sondern viele gewesen, eben entwickelt wurden. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass wir diese Pandemie relativ schnell auch in einigen Ländern bekämpfen können. Ja, also Sie hatten gerade gesagt, AIDS, da guckt man immer noch nach dem Impfstoff. Und die Hoffnung ist jetzt aber, dass wir auch bei Malaria und bei anderen schwerwiegenden Erkrankungen, Tuberkulose, aufgrund dieser neuen Technologien die Möglichkeit haben, ja auch effektive Impfstoffe oder sogar auch Behandlungsstrategien, wenn wir jetzt auch an die Krebstherapie denken, zu entwickeln. Also das macht wirklich Hoffnung. Darum kann man nur noch mal sagen, das war ein Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte. Und dann eben auch, was man wohl auch gelernt hat, das Vorhalten der eigenen Produktion in Europa. Ja. Ja, sich nicht verlassen auf China, Lieferengpässe und. Das trifft übrigens auch auf Masken zu, hatten wir auch keine Masken bekommen. Ja. Aber jetzt geht es ja um die Impfstoffe. Das heißt, auch da hat man sicherlich gelernt, eigene Fertigungsbetriebe hier aufzubauen in Europa. Ne? Richtig, gerade was eben verschiedene Zusatzstoffe betrifft, das hat uns ja auch in der Diagnostik betroffen. Da gab es ja am Anfang auch Engpässe bei den PCR-Reagenzien und bei ganz einfachen Plastematerialien. Und da muss man sich eben, wenn es um Epidemien und Pandemie geht, besser vorbereiten. Das ist auch eine der großen Lehren aus dieser Pandemie. Wir müssen mehr in Epidemie- und Pandemieprävention investieren. Das ist ganz wichtig. Und der dritte Punkt wäre vielleicht, antivirale Mittel zu entwickeln. Da hapert es ja ein bisschen. Es gibt zurzeit kein Anti-Corona-Mittel. Ja, da haben Sie recht, was man jetzt schon sehr breit und sehr gezielt einsetzen könnte. Das ist ein großer Wunsch. Vielleicht ist es sogar möglich, auch eine antivirale Therapie zu entwickeln, die nicht nur spezifisch dieses eine Coronavirus, sondern vielleicht auch verwandte Coronaviren, wogegen man das einsetzen könnte. Also das wäre sehr, sehr wünschenswert. Und da muss die Forschung sozusagen weiter stark unterstützt werden, dass das möglich ist. Weil es gibt ja nach wie vor Menschen, die auch geimpft sind, die trotzdem schwer erkranken, die nicht geimpft sind, die schwer erkranken. Und das wäre natürlich wirklich nochmal eine große Hoffnung, wenn es dort ein Medikament geben würde. Und wir kommen mal ganz zurück auf den Ursprung der Erkrankung. Was wir sicherlich auch gelernt haben, ist, das Zusammenleben von Mensch und Tier anders zu regeln. Denn der Ursprung ist ja wahrscheinlich Übertragung auf so einem Tiermarkt gewesen irgendwie.
Der Mensch rückt den Tieren immer weiter auf die Pelle, Klimawandel, Wälder werden abgeholzt, haben wir alles schon mal gehört. Das zu realisieren, dass das einer der Gründe ist für so eine Epidemie, ist, glaube ich, wichtig. Ne? Das ist eine der großen globalen Lehren aus dieser Pandemie. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir in der Zukunft leben wollen. Wir zerstören Lebensräume tausender Arten und genau das ist eben die Grundlage, auf der Epidemien und Pandemien vermehrt entstehen können. Das heißt, wir müssen diese Bereiche schützen. Brasilien ist nun das, ja, wirklich das Tragischste Beispiel dafür, die Zerstörung des Regenwaldes. Und das Land ist ja nun auch sehr stark nicht nur von der Coronavirus-Pandemie, sondern von auch anderen Pandemien betroffen gewesen. Ich möchte nur an die Zika-Virus-Epidemie in Brasilien erinnern. Also da sieht man, was das direkt auch für Auswirkungen hat, die Zerstörung dieser Lebensräume. Damit zusammenhängt auch Armutsbekämpfung und Gesundheitsvorsorge für Menschen in unterentwickelten Ländern. Ja. Da sieht man ja, dass es dort viel katastrophaler ist als bei uns. Also auch das, die Verantwortung sozusagen der reichen Länder für die armen Länder. Genau so ist es. Also die Pandemie hat das noch mal sogar verstärkt, diese Gegensätze, ja, die wir zwischen diesen Gesundheitssystemen haben, zwischen der Gesundheitsversorgung. Und wir müssen da im Rahmen der globalen Gesundheit und wir denken einfach oder müssen global denken, genau diese Gegensätze eben sozusagen aufheben, möglichst eben angleichen, auf ein ähnliches Niveau kommen, weil nur so kann man auch effektiv gegen Epidemien und Pandemien vorgehen. Ja. Weil wenn wir jetzt eben in die Länder des globalen Südens schauen, wo eine sehr, sehr niedrige Durchimpfung erfolgt ist, wo keine gute Behandlung erfolgt, das ist natürlich der Nährboden auch für problematische Varianten, die uns früher oder später einholen werden. Problematische Varianten ist das Stichwort. Also wir haben jetzt geschaut, was haben wir gelernt, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Variante, Delta-Variante, Schreckgespenst. Delta-Variante viel ansteckender, tödlicher, wird gesagt. Auch Geimpfte können erkranken. Wie sehen Sie das? Was ist diese Delta-Variante? Was kommt da an Varianten noch auf uns zu? Also ich würde es jetzt mal eher sachlich beschreiben wollen. Und da muss man erst mal festhalten, alle, die geimpft sind mit den Impfstoffen, die auch in Deutschland eingesetzt werden, haben auch mit der Delta-Variante einen sehr guten Schutz, nicht schwer zu erkranken und nicht zu versterben. Und das muss man eben noch mal unterscheiden von der Möglichkeit, dass man sich infizieren kann. Aber die meisten Durchbruchsinfektionen werden asymptomatisch verlaufen, also dass man gar nicht erkrankt oder eben nur sehr leicht erkrankt. Und das ist erstmal nichts Schlimmes. Dadurch hat man ja quasi auch eine Auffrischung, einen Boost drum bekommen, gleich mit einer Variante, solange man eben nicht schwer erkrankt. So. Und jetzt ist die Frage, wird es in der Zukunft Varianten geben, wo das eben nicht der Fall ist, wo man also trotz der Impfung auch sehr oft schwer erkranken kann und versterben kann. Aber bisher gibt es darauf eben keine Hinweise, dass es dort eine Variante gibt, die in dieser Hinsicht große Probleme bereiten würde. Aber man kann es eben nicht ausschließen für die Zukunft. Aber Delta, wie gesagt, um das ein bisschen auch runterzufahren, damit die Bürgerinnen und Bürger auch sich keine Sorgen machen müssen, die Impfungen, die in Deutschland durchgeführt werden, die schützen sehr gut auch gegen Tödliche. Aber Impfung ist schon wichtig. Ja, ja, natürlich. Und absolut, wir sind jetzt absolut. Ja dabei bei der dritten Impfung schon. Auch weil wichtig. Weil der Impfschutz nachlässt. Das ist wie bei jeder Impfung. Ja. Also nicht einmal geimpft, forever geimpft sozusagen, sondern die Leute, die im Januar geimpft wurden, die werden jetzt schon nachgeimpft. Ja, aber nach nicht, 6 Monaten. Richtig, aber nicht eben die Leute, sondern die eben eine große Gefahr haben. Gut, da sind wir wieder erst bei den Risikogruppen. Richtig, dann geht die gleiche Reihenfolge wieder los vermutlich. Ne? Naja, das muss man eben sehen, ob das so ist. Ich habe ja gesagt, man muss ja deutlich den Unterschied sehen, wenn jemand eigentlich jünger ist, gesund ist und er macht eben diese Durchbruchsinfektion asymptomatisch durch, ist die Frage, ob das schlimm ist, ob man so etwas verhindern muss, ja? Oder ob man eben dann doch zu der dritten Impfung greift. Da fehlen die Daten noch, das sagt ja auch die STIKO. Diese Daten hätten wir gerne, um genau diese Antwort zu geben. Aber klar ist erstmal, dass die Älteren, die Vorerkrankten, für die ist diese dritte Impfung auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also ich habe ein Interview gesehen mit einem Mediziner, der hat sich, glaube ich, schon 4-mal impfen lassen, selber geimpft. Ja, der hat gesagt, schadet nichts, ja, ja. Haben Sie auch gesehen. Ne? Schadet nichts und kann jeder machen, ist jedenfalls nicht schädlich, eher gut. So pauschal würde ich das jetzt nicht sagen wollen. Wie gesagt, ich schließe und stehe da immer hinter den Entscheidungen der STIKO. Und wir brauchen einfach für so eine Empfehlung auch eine solide Datengrundlage. Natürlich ist die Impfung ein Eingriff. Und es kann auch durch Impfung natürlich zu Schäden kommen. Und darum muss man das ganz genau bewerten. Also, wir hatten schon gesagt, wir haben gelernt, Risiko ist Teil des Lebens. Das ist uns nochmal klar geworden. Neue Normalität nennen das manche. Wie sehen Sie das? Die Masken werden uns vermutlich in den nächsten Jahren erhalten bleiben, auch hier, nicht? Und auch Abstandsregeln vielleicht und diese Dinge. Das müssen wir als Gesellschaft diskutieren. Das entscheidet ja zum Glück nicht der Virologe oder die Virologen. Und
wir sehen ja, dass die Strategien in den Ländern durchaus unterschiedlich sind. Wenn wir nach Großbritannien schauen, sind zum Beispiel fast alle Maßnahmen aufgehoben worden. Das heißt, die Briten haben sich so entschieden, andere Länder haben sich anders entschieden. Und die Zahlen sind gewaltig in die Höhe gegangen mit der Delta-Variante. Die sind gewaltig in die Höhe gegangen, auch wegen nicht unerheblich wegen der EM. Aber jetzt sinken sie auch wieder, obwohl die Maßnahmen ja aufgehoben wurden. Das muss man auch erwähnen. Aber das kann man alles nicht natürlich immer 1:1 auf Deutschland übertragen. Insofern müssen wir, da gebe ich Ihnen recht, unseren deutschen Weg finden. Und der kann sein, dass wir eben besonders in den gefährdeten Situationen und Einrichtungen, also Krankenhäuser, Altenpflegeheime, eben in bestimmten Situationen Masken tragen müssen, ganz klar. Also, es könnte ja auch, wenn es wieder ganz schlimm wird, wieder zu einem Lockdown kommen, weiß man nicht. Was ist denn jetzt der Maßstab? Es war immer die Inzidenz, jetzt wird gesagt, die Todeszahlen spielen auch eine Rolle, Belegung der Intensivstationen. Was meinen Sie, was ist da der richtige Maßstab? Naja, es braucht verschiedene Indikatoren, natürlich nicht nur die Inzidenz, das ist schon seit Längerem eigentlich nicht. Da ist kein guter Maßstab, es ist ein Indikator. Und man muss aus diesen verschiedenen Indikatoren, also R-Wert, Inzidenz, altersspezifische Inzidenz, wie viele Leute sind in welchen Altersgruppen geimpft, da muss man einen Index bilden, damit man das auch versteht als Bürgerinnen und Bürger und sich nicht 10, 20 Werte immer angucken muss. Und an diesem Indexwert, an denen sollte man sich orientieren. Jetzt wurde immer gesagt, unser Ziel ist die Herdenimmunität. Da wurde gesagt, 70% etwa, der sollten geimpft sein, dann haben wir Herdenimmunität. Jetzt kommen dazu die neuen Varianten, Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, Impfdurchbrecher, dritte Impfung will mancher nicht vielleicht. Also es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, es wird keine Herdenimmunität in Deutschland geben, denn dann müssten 90% geimpft sein. Ja, richtig. Also es wird keine Herdenimmunität geben. Das war von Anfang an auch nicht realistisch. Weil Aber es wurde immer so als das Ziel dargestellt, ja? Ja, also Ziel ist es, eine Grundimmunität in der Bevölkerung zu erreichen, die verhindert, dass wir sozusagen überflutet werden mit Infektionen, mit schweren Verläufen, dass die Krankenhäuser überlastet werden. Und je mehr sich impfen lassen, desto besser ist das. Und wenn jetzt die Auffrischimpfungen durchgeführt werden, gerade bei den Menschen, die ein großes Risiko haben, ist das auch sehr gut. Aber es wird natürlich weiter Infektionen geben. Und es wird auch natürlich weiter Menschen geben, die wir nicht erreichen, leider nicht erreichen und die sich nicht impfen lassen. Das wird man nicht ändern können. Also nochmal, Sie sagen auch, es wird in Deutschland keine Herdenimmunität geben. Nein, wird es nicht geben, weil es ist ja keine sterile Immunität. Auch Geimpfte können sich infizieren, natürlich viel seltener als Nicht-Geimpfte. Sie können auch das Virus übertragen. Und insofern nochmal, das Ziel ist es immer gewesen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und da hilft es, wenn möglichst viele geimpft sind. Aber das Virus wird weiter zirkulieren, es werden weiter Infektionen natürlich auftreten. Und insbesondere wird das saisonal schwanken. Also es wird natürlich in den Wintermonaten stärker zirkulieren als jetzt in den Sommermonaten. Gut, jetzt diese ganzen Dinge, Bewegungseinschränkung und Kontaktverbote und so weiter, das sind ja Grundrechtseinschränkungen, hat zu viel Unwillen geführt, auch gerade bei jüngeren Leuten. Aber es kann sein, dass das auch weitergeht, regional oder auch für die ganze Republik. Ne? Das müssen wir diskutieren als Gesellschaft, was wir eben auch akzeptieren. Ich gebe Ihnen recht, das sind Grundrechts eben Eingriffe und letztendlich, das ist meine Meinung, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, ist das Ziel erreicht, was Sie eigentlich immer erreichen Stichwort wollten. Stichwort Impfpflicht, da wollte ich Sie auch noch mal danach fragen. Groß umstritten, einige tendieren in einigen Bereichen dazu, Pflege, Krankenhäuser, Ähnliches, andere sagen gar nicht. Wie sehen Sie das? Also wir können dort auch in andere Länder schauen, wo wir Impfpflicht für bestimmte Bereiche sehen, die also besonders gefährdet sind. Ich denke, darüber kann man durchaus nachdenken, aber es wird natürlich keine generelle Impfpflicht geben. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Also je mehr Infektionen es gibt, desto mehr Varianten wird es geben bei uns, aber vor allen Dingen auch in den Ländern, wo eben nicht so viel geimpft wird. Wir haben schon darüber geredet. Afrika, Asien und so weiter. Diese Varianten sind ja ganz schnell bei uns. Haben wir gemerkt bei Delta. Ruckzuck ist das bei uns. Das heißt, dort muss einfach besser mehr geimpft werden. Da ist die große Frage, geben wir die Impfstoffe frei, die Patente frei, damit dort die Menschen schneller durchgeimpft werden können. Also geben wir sozusagen einen Teil unseres Profits auf im Westen für diese Menschen,
Das nützt uns ja aber auch am Ende. Also es ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Ich denke, wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Impfstoffe, die wir auch abgeben können. Ich möchte nur an AstraZeneca erinnern, der ja kaum noch bei uns verimpft wird. Und da würden sehr viele Länder sehr glücklich sein, wenn sie zumindest diesen Impfstoff hätten, bevor sie eben gar keinen haben. Und es ist ja auch ein guter Impfstoff. Ich bin ja selber damit auch geimpft mit AstraZeneca. Insofern ist das etwas, was man machen muss, meines Erachtens. Ob man jetzt die Patente freigibt, das ist eine andere Frage. Viel wichtiger ist es, nachhaltige Strukturen in diesen Ländern zu schaffen, dass sie in der Zukunft auch selber befähigt sind, diese Impfstoffe zu produzieren. Brasilien hat ja eigentlich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und das muss man, wie gesagt, ausweiten, damit es eben nicht nur so eine einmalige Aktion ist. Wir schicken mal 30.000 Impfdosen darunter oder 1 Million und dann ist gut. Nein, es ist wichtig, das, was wir am Anfang besprochen haben, diese Gesundheitssysteme zu stabilisieren, nachhaltig zu stärken. Jetzt, wenn wir bei den Szenarien für die Zukunft sind, da gibt es verschiedene. Eins ist so das Horrorszenario, Corona wird nicht beherrschbar, es gibt immer neue Varianten. Nach Delta kommt dann die nächste und wieder die nächste, werden immer schlimmer. Also ein ständiger, beständiger Kampf, harter Kampf gegen Corona, das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Corona zu einer sogenannten endemischen Erkrankung wird. Das heißt, wie eine Erkältung kommt, geht, ist aber beherrschbar. Also vielleicht sagen Sie, was ist zu endemisch und welches von diesen Szenarien Sie so selber sehen? Genau, es ist also ein Übergang von der Pandemie, genau von dem Problem, dem wir gesprochen haben, dass wir eben massenhaft Infektionen haben, die gleichzeitig auftreten, wo das Gesundheitssystem überlastet wird, hin zur Endemie, wo es also eine Zirkulation gibt, die auch oszilliert, also schwankt. Es gibt auch mal Ausbrüche. Ne? Genau, es gibt auch mal Ausbrüche. Das ist das wahrscheinliche Szenario, was wir aber eben mit den Impfstoffen gut im Griff haben. Die sogenannte Grundimmunität, die wir schon angesprochen haben. Das heißt, es ist ein Grundschutz da. Und es wird also nicht mehr zu der Situation kommen, dass wir massenhaft schwer Erkrankte in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen haben. Das ist dann ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Okay, aber also diese Pandemie, die ist sozusagen nicht morgen zu Ende und dann fängt die Endemie an, sondern es ist ein schleichender Übergang, der Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte dauern kann. Naja, also nicht Jahrzehnte, dieser Vorgang hat ja schon begonnen und das Virus wird endemisch werden. Es ist auch schon bei uns endemisch und insofern werden wir sicherlich hier in kurzer Zeit den Weg zurück in die neue Normalität finden müssen. Ja, wir merken in Deutschland, die Impfbereitschaft lässt ein bisschen nach. Es hat sich entspannt. Die Leute sagen, ach, ist ja vielleicht gar nicht so nötig, mich zu impfen zu lassen. Gerade Junge sagen, warum soll ich jetzt eigentlich noch und so weiter. Wie sehen Sie das? Was tut man da? Wir haben ja gesagt, die Impfbereitschaft, also das Impfen muss weitergehen. Wir müssen mehr Leute impfen. Ja. Da sind wir wieder bei der Impfpflicht. Ich würde Sie jetzt doch noch mal fragen, die Impfpflicht für Deutschland. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist, diese Impfpflicht, sondern dass man hart daran arbeiten muss, diese Menschen, die Skeptiker, eben zu überzeugen. Es wird immer einen Teil geben, also Impfgegner, die wir auch bei anderen Impfungen auch mit dem besten Argument nicht überzeugen können. Aber ich denke, dass es doch noch einen gewissen Anteil in der Bevölkerung gibt, die wir genau eben durch Aktionen, durch einen sehr leichten Zugang zu Impfungen, aber eben auch die vielleicht erfolgte Bratwurstaktion, die ja jetzt ja auch in den Medien gewesen ist, dazu bringen können, dass sie sich impfen lassen. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da weiter hart dran arbeitet und dann wird man ein Niveau erreichen, was zufriedenstellend ist. Davon bin ich fest überzeugt. Wir sehen es auch in den anderen Ländern, was in Großbritannien möglich ist. Das sollte auch bei uns möglich sein. Sie sind jetzt ja in vielen Kommissionen, beraten auch die Politik. Was erwarten Sie denn für die nächste Zeit von der Politik aus Ihrer Sicht als Virologe? Was muss sich da ändern? Was müssen die anders machen, die Politiker? Ja, so pauschal ist das jetzt schwer zu sagen. Also ich habe das immer so empfunden und ich kann jetzt nur für Hamburg sprechen, dass es da mal einen sehr guten Austausch gegeben hat, dass ich eben angehört wurde, wie die wissenschaftliche Einschätzung zu bestimmten Themen ist und dass dann natürlich politisch entschieden wurde. Und so ist es auch genau richtig. Wir sind ja keine Politiker, wir sind auch keine Aktivisten, wie gesagt, die einen bestimmten Plan verfolgen, sondern wir stellen bestimmte Forschungsergebnisse dar und auf Grundlage dieser Darstellung muss die Politik entscheiden. Also Sie sagen aber, es ist jetzt nichts grundlegend falsch gelaufen in Deutschland. Aus Ihrer Sicht? Ist die Frage, wie man nun grundlegend definiert. Also grundlegend heißt, wenn man es anders gemacht hätte, wäre alles anders gekommen. Nein, das ist natürlich, wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Es gab keine Blaupause, auch wenn Sie den Pandemieplan angesprochen haben. Ich habe schon gesagt, jedes Virus ist anders. Man kann natürlich bestimmte
grundsätzliche Sachen regeln, ganz klar, die Masken zum Beispiel, das haben wir nun angesprochen. Aber man wird immer überrascht werden, auch in der nächsten Epidemie, die vielleicht Stechmücken übertragen ist. Man wird sich nie zu 100% auf alles vorbereiten können. Wichtig ist, dass man entschlossen vorgeht, dass man schnell ist. Das ist ganz entscheidend. Also es gibt ja dieses berühmte Zitat, Entschlossenheit im Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung. Das ist sicherlich ganz entscheidend in der Pandemie. Okay, gut. Vielen Dank, Herr Schmidt-Schneider-Sitt, für dieses interessante Gespräch. Liebe Zuschauer, das war unser Gespräch zum Thema Pandemie. Und Sie können dieses Gespräch auch weitersehen bei uns in unserem eigenen Online-Archiv unter tagesschau24.de oder in der ARD-Mediathek.